Hallo, in diesem Video möchte ich im Bereich der Fassade einmal eine Fassade aus Logical importieren. Dazu habe ich hier die Möglichkeit, die Importfunktion von Logical zu starten, was ich hier auch mache. Jetzt wird mir die Schnittstelle zu Logical geladen und je nachdem, ob ich Anmeldedaten habe oder nicht, muss ich meine Daten eingeben. Komme hier in die Projektverwaltung, wo ich hier mein Projekt auswählen kann. Das heißt, ich möchte hier einfach mein Standardprojekt auswählen, wo ich hier auch meine Projekte bzw. Positionen drinnen habe. Mit Doppelklick wird mir von Logical die Übergabedatei erzeugt. Das heißt, diese Datei wird im Grunde genommen jetzt geschrieben. Und wie auch bei den anderen Funktionen, so wie jetzt, ist Logical mit den Schritten fertig und ich kann jetzt mit meiner Detailstufe, mit OK, die Fassade von HiCut generieren lassen. Das heißt, man sieht hier unten am Balken, wie lange es dauert, dass die Fassade von HiCut von der 2D auf 3D konvertiert wird. Und jetzt sehe ich hier meine Vorschau. Links unten sehe ich, mit der rechten Maustaste kann ich meinen Nullpunkt der Fassade definieren. Und wenn ich jetzt nochmal die rechte Maustaste klicke, wird mir diese Fassade hier eingebaut. Diese Fassade kann ich natürlich nutzen für Schnitte, Details und auch für die weiteren Bearbeitungen meiner Anschlussbleche und dergleichen. Dies wäre nur ein sehr kleines und schnelles Video, weil es im Grunde genommen zum Import im ersten Schritt nicht mehr zum Sagen gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr fleißig meinen Kanal abonniert und auch ein Like bei diesem Video da lassen würdet. Dankeschön.